Dein Rücken fühlt sich unbeweglich und steif an, dann haben wir genau das Richtige für dich, und zwar eine schnelle 10-Minuten-Routine, die du super easy in deinen Alltag integrieren kannst. Du brauchst bequeme Kleidung und eine Matte, sonst nichts. Also los geht's! Wir beginnen im Sitzen mit Schulterkreisen. Zieh die Schultern dafür ganz weit nach oben zu den Ohren und kreise sie weiter nach hinten und unten in deinem Tempo. Noch einmal kreise die Schultern ganz großzügig und dann strecke beide Arme nach oben, mach dich lang und bring die Ellbogen zur Seite, Schulterblätter zusammen. Streck dich nochmal ganz lang und dann dreh dich nach rechts in den Twist. Wir wiederholen das gleich auf der anderen Seite. Streck die Arme, Ellbogen zur Seite, streck deine Arme und jetzt twiste nach links. Wir wiederholen das auf beiden Seiten. Streck die Arme, Ellbogen zur Seite, streck die Arme, twist. Streck dich, schieb dein Herz nach vorne oben, streck dich und nach links. Streck dich, Ellbogen nach unten, streck dich und rechts. Atme ein mit der Streckung. Aus, wenn du die Ellbogen nach unten ziehst. Ein mit der Streckung. Und lang aus in den Twist. Wir probieren das nochmal mit der Atmung. Streck dich einatmen. Ausatmen, Ellbogen zur Seite. Strecken, einatmen. Twist, ausatmen. Strecken, einatmen. Ellbogen zur Seite, aus. Strecken, ein. Und drehen aus. Wunderbar. Nochmal, streck dich ganz, ganz lang. Ellbogen zur Seite, Herz nach oben. Streck dich. Dreh dich zur Seite nach rechts. Strecken. Öffnen. Strecken. Und zur Seite. Jetzt streck beide Arme weit nach oben und beweg dich zur Seite in die Seitbeuge. Beug gern den linken Ellbogen einmal und schieb dich dann noch etwas weiter. Behalte den Kontakt mit beiden Sitzbeinhöckern zur Matte, auch während du die Seite wechselst. Streck den rechten Arm noch einmal lang über deinen Kopf und dann wechsel wieder die Seite. 5-mal insgesamt. Streck den linken Arm. Seitenwechsel zur linken Seite, streck den rechten Arm, beug den Ellbogen und dann schieb dich nochmal tiefer in die Seitbeuge. Zurück zur rechten Seite, atme tief in die linke Flanke ein und zur linken Seite atme tief in die rechte Flanke ein. Noch einmal zur rechten Seite, streck dich. Wechsle. Und dann noch ein letztes Mal zu beiden Seiten. Ganz tief in die Seitbeuge. Und dann kommen wir auch schon zur Mitte zurück. Kreise nochmal deine Schultern, locker dich. Und dann bewegen wir uns in den Vierfüßlerstand für einen Klassiker. Und zwar die Katze Kuh. Lass dich erstmal in die Kuh sinken. Und dann schieb dich in den runden Katzenbuckel. Immer abwechselnd. Katze und Kuh. Bei der Kuh stellst du dir vor, dass du dein Brustbein weit nach vorne oben schiebst. Und bei der Katze stellst du dir vor, dass du den Bauchnabel nach innen ziehst,
dein Kinn schön zum Brustbein bringst und ganz, 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 ganz rund wirst. Du kannst dabei tief ein- und lang ausatmen. Einatmen mit der Kuh, ausatmen mit dem Katzenbuckel. Komm wieder in einen neutralen Rücken zurück, strecke das linke Bein aus und dann hebe den rechten Ellbogen nach oben, fädel dich unter dem linken durch. Rechter Ellbogen nach oben, fädel dich unter der linken Schulter durch. Nochmal, im Wechsel. Super. Zieh dabei die rechte Schulter über die linke. Und noch einmal. Dann bleibst du unten, hältst für einen Atemzug oder zwei und kannst gerne noch die linke Hand hinten an den Rücken legen. Wenn du magst, kannst du auch dein linkes Knie zur Matte legen, wenn das zu viel ist. Und dann lösen wir das Ganze auch schon wieder auf. Wechseln die Seite, strecken das rechte Bein, linke Ellbogen beugt und fädelt durch. Beugt und fädelt durch. In deinem Tempo. Und jetzt bleiben wir wieder unten und genießen ein, zwei Atemzüge. Auch hier kannst du den rechten Arm einfach auf den Rücken legen. Wenn dir das zu instabil ist, setzt du die Hand einfach auf. Löse dich aus der Position, streck nochmal den linken Ellbogen, genau. Und dann kannst du für einen Moment in eine Planke kommen, die Beine so ein bisschen auswackeln und dich dann auch schon in die Bauchlage sinken lassen. Nimm einmal kurz die Arme nach hinten. Und wenn du dich eingerichtet hast, streck die Arme nach vorne, bring dann die Schulterblätter zusammen, die Ellbogen zurück und die Arme zur Seite. Immer abwechselnd. Y, W und ein T. Y, W und T oder Flieger. Y, W, T. Und wie du siehst, meine Beine bleiben auf dem Boden, die Füße auch. Und wir halten das letzte T, heben die Beine noch mit ab. Hier wird's richtig schön spannend. Und bewegen noch einmal die Arme in Y, W, T. Super. Setz die Hände ab, schieb dich zurück in den Vierfüßler und dann nach hinten ins Kind. Mach es dir ganz gemütlich. Die Arme dürfen nach vorne ausgestreckt werden oder auch gerne zurück. Atme hier ein paar tiefe Atemzüge und entspanne dich. Rolle dich jetzt langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Schieb die Schulter nach hinten unten und setz dich um. Die Füße nach vorne und wir fließen in die Rückenlage, ganz entspannt. Und hier angekommen, entspannen wir die Schultern, setzen die Füße unter den Knien ab, hüftbreit, die Arme links und rechts neben den Körper und rollen uns auf, Wirbel für Wirbel in die Schulterbrücke. Genauso wie du dich aufgerollt hast, rollst du dich wieder ab, Wirbel für Wirbel, nach oben, mobilisiere den Rücken, schieb dein Becken weit nach oben, der Kopf bleibt auf der Matte, die Schultern und Arme auch. Jetzt oben angekommen, halten wir und versuchen mal die Hände ineinander zu verschränken, ungefähr unterhalb des Gesäßes. Und für einen Moment hier tiefe Atemzüge nach vorne in den Brustkorb zu schicken. Die Schulterbrücke zu halten. Löse die Hände, rolle dich kontrolliert und langsam wieder ab. Und dann zieh die Knie zu dir ran und gönn dir die wohlverdiente Rückenmassage. Löse dich jetzt von den Beinen, komm in den Twist, Beine nach links, die Arme ausgestreckt zu den Seiten und atme tiefe, ruhige Atemzüge. Versuche dein Becken, Beine und Füße schwer werden zu lassen.
gesamten Rumpf, Schultern und Arme. Weg dich in deinem Tempo zurück zur Mitte und dann zur anderen Seite. Beinen rechts, Kopf dreht nach links. Auch hier versuche dich vollkommen sinken zu lassen, ganz entspannt. Atme noch einmal durch, komm zurück zur Mitte, mach dich ganz klein, zieh den Kopf zu den Knien ran und dann mit kleinen Bewegungen oder auch einer großen richtest du dich wieder auf und kommst zum Sitzen. Kreise hier die Schultern zurück und beweg deinen Körper intuitiv, so wie du es jetzt brauchst. Also meinem Rücken tat das wirklich richtig gut, diese kurze, knackige Routine. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Schreib es gerne in die Kommentare rein. Und wenn du dich jetzt doch noch ein bisschen mehr bewegen willst, schau einfach hier. Bis zum nächsten Mal.